Bimie Grazie ist ein China-E-Roller im klassischen Design und erinnert stark an die italienische Konkurrenz. Dies wird neben den günstigen Preisen wohl auch einer der Erfolgsgründe sein, denn der österreichische Importeur Bike mit E hat hier einen Bestseller gelandet. Der Roller wird international von mehreren Unternehmen vermarktet. Für Österreich lässt Bike mit E eine speziell adaptierte Variante in China produzieren, um Schwachstellen von vornherein auszumerzen. Die Grazie gibt es in vier Geschwindigkeitsversionen. Bis 45, 60, 75 oder 90 km/h Spitze. Alle sind optisch ident. Die hier kurz getestete 90 km/h Grazie Sport WR3 darf auch mit dem Code 111 Motorrad mit B-Führerschein gefahren werden. Das 109 kg schwere Modell bringt bis zu 7,2 kW Leistung, nominell 5,5 kW. Im Vergleich zur Vespa Elettrica fällt die Grazie Sport sofort als besonders ruhiger E-Roller auf. Der hintere Radnabenmotor ist nur sehr mäßig wahrnehmbar und gleichzeitig sehr durchzugstark. Bis Tempo 50 dauert es keine 5 Sekunden, Fahrspaß ist also garantiert. Und dank der 90 km/h Spitze sind auch Wege über die Stadtautobahn machbar. Nächster Unterschied zur Vespa: der 20 Kilo schwere Akku ist entnehmbar und somit auch extern, etwa in der Wohnung, zu laden. Ein großer Vorteil für all jene, die weder Garage noch Ladestation zur Verfügung haben. Zudem sind mehrere Akkuoptionen verfügbar. Die Top-Version mit 3,7 Kilowattstunden Akku schafft laut Angaben bis zu 82 Kilometer Reichweite. In der Praxis kommt es natürlich auf Fahrweise, Topografie und Wetter an. Der Roller verfügt vorne und hinten über 12 Zoll Räder und Scheibenbremsen. Leider gibt es kein ABS, jedoch wird beim Bremsen Energie rückgewonnen. Laut Importeur bringt das bis zu 5% mehr Reichweite. Am linken Hebel werden beide Räder gebremst, am rechten nur das Vorderrad. Das klassische Design wird mit zahlreichen modernen Elementen ergänzt, etwa LED-Beleuchtung mit Lichtleiste vorne oder Cockpit mit digitalen Anzeigen. Zusätzlichen Stauraum gewinnt man mit dem gegen 79 Euro erhältlichen Topcase, das auch einen Vollvisierhelm aufnehmen kann. Unter der Sitzbank passt ein Jethelm rein. Vorne gibt es ein kleines Ablagefach. Das positive Fazit nach kurzem Kennenlernen: leise, sehr flott, auch auf Stadtautobahnen dank 90 km/h Spitze einsetzbar, ein Akku, den man zum Laden entnehmen kann, und bequeme Sitzbank. Minuspunkte: kein ABS und stellenweise typisches China-Plastik-Feeling. Angesichts des Preises von 4.050 Euro ein höchst interessantes Angebot für Pendler und Kurzstreckenbetrieb. Für das 45 km/h Einstiegsmodell Grazie Flow 45 sind übrigens 2.450 Euro hinzulegen. In den Preisen ist der Importeursanteil der Umweltförderung bereits abgezogen. Der Importeur gewährt ein Jahr Garantie, gegen Aufpreis kann auf 2 Jahre verlängert werden. Der Akku hat von Haus aus 2 Jahre Garantie.